Euch ist nicht zufällig ein Mann begegnet? Ich kann euch vielleicht helfen, wenn ihr mir erzählt, was ihr, was ich wissen will. Ich weiß nicht viel über diese Gegend. Wisst ihr, ich suche nach meinem Gatten. Er verließ mich vor einer Woche und, oh, die auf den Straßen lauernden Farren und dann noch diese schreckliche Frau. Seitdem versuche ich ihn zu finden. Die Frau, die ihr erwähnt, war nicht zufällig eine Art Magierin? Oh, das weiß ich wirklich nicht. Mein Gatte ist verschwunden. Zuletzt wurde er irgendwo hier gesehen, in Begleitung einer Frau. Ich bin ihnen eine Weile gefolgt, aber die Wildnis wurde einfach zu gefährlich für mich. Bitte fahrt fort und lasst nichts aus. Sogar das unscheinbarste Detail könnte mir helfen, euren Gatten zu finden. Als ich einige der Ortsansässigen hier fragte, sagten sie mir, die Frau habe mehrere Männer fortgelockt, nicht nur meinen Gatten. Ich weiß nicht, was für ein Spiel sie spielt, aber es ist wieder natürlich. Naja, also wieder natürlich würde ich jetzt nicht sagen, aber hey. Als ich diese Frau über Kryll ausfragte, passte die Beschreibung, die ich ihr gab, auf die geheimnisvolle Frau, die ihren Gatten entführt haben soll. Als ich mehr Informationen verlangte, floh sie. Das ist wirklich alles, was ich weiß. Irgendwo im Osten, vielleicht etwas jenseits der Mine. Ich vermisse Hager so sehr, aber ich weiß nicht, ob ich ihm je vergeben kann. So, östlich der Mine sagt ihr, und ihr wart nicht in der Lage, das Gebiet zu durchsuchen. Oh nein, das wäre viel zu gefährlich. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ich habe wenig Geld und mein Gatte ist mit diesem Miststück durchgebrannt. Dieses schreckliche Frauenzimmer hat mir meinen Hager weggenommen. Ach, die Arme. Beruhigt euch bitte, ich werde mein Möglichstes tun, um euren Gatten ausfindig zu machen. Wartet hier so lange wie möglich. Klingt, als solltet ihr euch einen neuen Gatten suchen. Dorn, habt ihr irgendeine Idee, warum Kryll Anhänger um sich schart? Nein. Kryll war eine fähige Nekromantin. Und sie war, wie soll ich sagen, hin und wieder nett zu mir. Aber sie ist keine Anführerin. Irgendetwas stimmt hier nicht. Möglicherweise geht hier mehr vor sich, als ihr erwartet habt. So. Die Befragung. Okay, wo haben wir das denn? Die Bildhauer, ja. Aber das mit dem Bildhauer haben wir doch eigentlich jetzt auch abgeschlossen. Von dem her weiß ich nicht, warum das hier noch nicht als abgeschlossen gilt. So, Taris hat uns die Richtung in ein Gebiet irgendwo östlich von Neschke gewiesen. Ihr Gatte und andere sind unter den Bann der Magierin Kryll geraten. Dorn ist begierig, sie zu fassen. So, dann gehen wir nochmal hier rein. Wird sofort erledigt. Und zwar... Achso, das war Xar, genau. So. Ja, ja, ja. Hinfort. Okay. Ach, hier können wir nichts verkaufen. Ich will jetzt erstmal... was machen wir denn? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir gerade mal... ihn hier, Dorn, ob wir den erstmal zumindest kurzzeitig hier zurücklassen. Und wie gesagt, wir können ihn ja später nochmal mitnehmen. Aber dann würde ich einfach mal zu viert die Mine erkunden. Ich meine, er kann ziemlich viel tragen. Das ist quasi so sein Vorteil. Ja, ansonsten, naja. Die anderen können schon noch ein bisschen was mitnehmen. Schleuder... Sprecht und verschwindet. So, sehr freundlich. Okay. Ihr wünscht, dass ich gehe. Verschwindet. Ihr solltet keine Gewohnheit daraus werden lassen, solche Fehler zu machen. Sie häufen sich irgendwann an. Wenn ihr eure Meinung ändern solltet, werdet ihr mich im freundlichen Arm finden. Ach, der geht jetzt automatisch zum freundlichen Arm. Na ja, gut, dann wissen wir das. Auch Schlechtes lässt sich gut entsorgen. Was? So. Aha, ich habe Dorn fürs Erste aus meiner Gruppe verbannt. Trotz all seiner Beschwerden hat er angekündigt, zum freundlichen Abzug zu kehren. Möglicherweise kann ich ihn zu einem späteren Zeitpunkt dort wieder anheuern, wenn ich sein spezielles Talent bedarf. Ja. Gut. Dann ruhen wir uns hier erstmal aus. Edelmann. So, ja, nochmal. Ja. So, alle ausgeruht.
wird sofort erledigt, Chef. Dann gehe ich jetzt hier nochmal nebenan rein. Jetzt geht's mich was an, richtig? Und zwar einmal hier. So, können wir dem irgendwas andrehen? So, Räuberskalpe. Bringt jetzt nicht so viel ein. Bücher kauft er nicht. Krummsäbel. Okay. Er hier. Mittleren Schild habe ich noch dabei. Bringt auch so gut wie nichts ein. So, die Roben können wir verkaufen. Und... ach genau, jetzt wollte ich mal sehen. Aber der hat jetzt hier auch keine Schleuder Plus oder sowas dabei. Helm. Die Räuber-Skalps, die verkauft er aber ganz schön teuer. Geschichte der Schicksalsmünze. Kugelnbolzen. Pfeiler haben wir auf jeden Fall genug. Bei den anderen Sachen müsste ich nochmal sehen. Schwere Armbrust. Speer, Schleuder, Wurfpfeil. Ja, soweit alles schön und gut. Spricht mir jetzt aber auch nichts an. Ich sehe nochmal nach. So, also sie würde nochmal ein paar Kugeln brauchen, ja. Sie hat auch noch einige Kugeln zumindest. Er hat ja sowieso mehr als genug. Ja, ich meine, Bolzen haben wir eigentlich auch noch genug. Und er hier. Ich glaube, Schild kann er ja sowieso nicht tragen. Das ist mir relativ eingeschränkt. Ansonsten... ich kaufe jetzt einfach mal ein paar Kugeln. Die Geschäfte laufen schlecht. Kein Wunder bei der Eisenknappheit. Kugeln, Kugeln, Kugeln. Da. So, die wieder so gut wie nichts kosten. So. Aber das sind jetzt nur... ja gut, da hätte ich eigentlich auch gleich wieder mehr kaufen können. Ja, das ist ganz okay. Ich belasse es mal dabei. Ups. Goreim würde das nicht gut heißen. Spricht ja, sicher. Spricht wohl nichts dagegen. Okay, ich glaube, wir können dann in die Mine gehen. Jetzt spricht da wohl nichts dagegen. Und zwar, ja, gehen wir mal irgendwo hier raus. Ah ja. Wie immer, idyllisch. Ja, dann sehen wir mal in die Mine und gucken mal. Okay. Und dann einmal da rein. Jetzt geht's mich was an, richtig? Jetzt bin ich mal gespannt, was hier in der Mine auf uns wartet. So, rein da. Oh. Jetzt wird's spannend. Ups, da geht's wieder raus. Spricht wohl nichts dagegen. Aber wir wollen natürlich hier lang gehen. Ich bin so müde. Achso. Dachte an Zombie. Bergarbeiter Gurt. Noch mehr Abenteurer, hm? An eurer Stelle würde ich verschwinden, solange es noch geht. Ich habe schreckliche Geschichten über das Schicksal derer gehört, die tiefer in die Mine reingegangen sind. Warum? Was habt ihr gehört? Nun, mein Freund Ruffy kam gerade noch mit seinem Leben davon. Jawohl, kleine Dämonen sprangen aus den Wänden und jagten ihn. Er wäre tot, wenn die Wächter nicht herbeigeeilt wären. Natürlich, sie sind jetzt die Wächter tot. Der alte Ruffy läuft hier irgendwo herum, fragt ihn, was er gesehen hat, und er wird es euch erzählen. Naja, Bergarbeiter erzählt von bösen Wesen in den unteren Ebenen. Ah ja, okay. Oh, ups. Schön eingerichtet. Stillgestanden, ihr dummen Defizienten, an die Schaufeln. Wenn wir uns ranhalten, ist das Unterreich in wenigen Stunden gegraben. Also, okay. Nett. Hier nochmal. Ach, da ist der Ruffy. Das war's damit. Jetzt geht's mich was an, richtig? Achso, hier. Verseuchtes Eisen. Ich nehme das mal mit. So. Was, dieses Eisen scheint mit einer Art giftiger Substanz beschichtet zu sein. Es ist zwar reine Spekulation, doch ihr überlegt, ob das die Verseuchung des ganzen Eisens der Region verursacht. Tja, kann ich das hier eigentlich irgendwo wegstecken? Ich
Ich weiß nicht, wofür wir noch verseuchtes Eisen brauchen könnten. Was wollt ihr? So, wir reden mal mit ihm. Jetzt geht's mich was an, richtig? Lasst uns in Ruhe. Es gibt noch viel zu tun. Was wollt ihr? Erzählt mir von der Mine, warum verschwinden die Bergleute? Dämonen! Sage euch, die kleinen Teufel sind überall. Aus den Wänden kommen sie. Sie werden uns alle töten. Und er geht weg. Tja. So, wie ich sehe, haben wir jetzt hier wahrscheinlich ganz viele Wege. Es ist natürlich die Frage, ob es hier... Ja, stimmt, ob es jetzt hier Fallen gibt. Ach, egal. Wir gehen erstmal volle Kanne voraus. Jetzt geht's mich was an, richtig? Wir blicken dem Abenteurer ins Auge. Und dem Tod. Marvin! Ich huste Blut. Ah, das ist ja schön. Hallo, ihr da, wollt ihr was? Also, was glaubt ihr, was mit der Mine geschehen ist? Das wisst ihr nicht. In der Mine spukt es. Die Geister all derer, die in der Mine umgekommen sind, wollen uns alle töten. Sie sagten, sie würden mich verschonen. Sie mochten mich. Jawohl, das konnte ich an ihren glänzenden kleinen Augen ablesen. Ja, sicher kann er das ablesen. Ihr habt etwas gesehen? Natürlich habe ich was gesehen. Ich habe mich schon lange mit dem kleinen Kerl unterhalten. Ich hätte ihn auch gebeten, mit dem Spuk aufzuhören, wenn der Aufseher mich nicht getreten hätte. Er meinte, ich würde bei der Arbeit schlafen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, das... Wird sofort erledigt. Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Ja, das war's wohl hier. Ja, es ist ja sehr skurril. Ja, wir müssen mal sehen, was es wirklich hiermit auf sich hat. Okay, das ist einfach ein Soldat. Geht zur Seite, Bürger! Gestern war ich unten auf Patrouille, hab die Leichen von einem der Bergleute gesehen, die da vor ein paar Wochen umgekommen sind. Das angsteinflößendste war, es hat mich auch gesehen. Achso, da ist noch einer. Geht zur Seite, Bürger! Kann ich glauben, dass es so weit gekommen ist, dass ich so eine halblebige Rüstung tragen muss? Ich habe ein bisschen Erz für einen befreundeten Schmied rausgeschmuggelt, selbst das war verseucht. Dann ist das ja wohl nichts wert. Das ist nichts. Spricht wohl nichts dagegen. Es gibt so viele Spricht wohl Orte, nichts dagegen. An denen ich jetzt lieber wäre. Bob. Na schön. Da mal raus mit der Sprache. Lasst uns in Ruhe. Ehrlich, ist jemand da, um uns zu retten? Wisst ihr etwas über das, was hier los ist? Sicher weiß ich, was los ist. Was wollt ihr wissen? Was ist mit den vermissten Bergleuten? Oh, die, ich habe es ihnen gesagt, bevor sie gingen, zumindest versucht. Natürlich muss es da unten einen Drachen geben, der sie alle umbringt. Er muss böse sein, weil wir einen Hügel aushöhlen. Armes Ding. Ja, ein Drache in der Mine, das kann nicht sein. Das ist schon sehr merkwürdig. Wisst ihr etwas über das, was hier los ist? Habt ihr von Wesen in der Mine gehört? Nur vom Drachen. Ich habe ihn nie gesehen, aber was könnte sonst all diese Bergleute umbringen? Naja, einiges. Sonst noch was? Was mit dem Erz? Oh, wir liefern nicht mehr so viel wie früher. Es läuft aber ganz gut, wenn man bedenkt, dass wir zu wenig Leute haben. So, die Mir von Eschke wirft wegen des Personenmangels kaum noch Erz ab. Obwohl er gerade gesagt hat, dass es noch ganz gut läuft. Wird sofort erledigt, Chef. Also, naja. So, das war's auch hier. Alles klar. Wir gehen jetzt erstmal den Weg hier weiter entlang. Sowas finde ich eigentlich immer ganz spannend. So eine kleine Erkundung. Solange wir hier nicht umgenietet werden. Kobold. So, ja, könnt ihr auch mal angreifen hier. Sind wahrscheinlich wieder auf den Fernkampf ausgerichtet. So. Für die Gefallenen! Na also, ich habe mich schon gefragt, warum das denn so lange dauert. Spricht wohl nichts dagegen. Ja gut, also an den Kobolden kommen wir ohne Probleme vorbei. Dink! Ich glaube, ich huste Blut. Ja, ein Besucher, welch herrlicher Tag, wir bekommen hier unten nicht viele, wie ihr euch vorstellen könnt. Geht ihr hinunter in die Mine? Wenn ja, könnt ihr Kaylee diesen Dolch zurückgeben? Er hat ihn verloren, als er neulich in die Mine ging und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Ja, vielleicht ist er tot. Sicher, ich bringe ihm seinen Dolch zurück. Vielen Dank, ich bin sicher, er wird das zu schätzen wissen, wenn er noch lebt. Okay. Das war's mit ihm. Okay, da sind wir mal rein. Verseuchtes Erz, natürlich. Okay. So, das ist die Frage. Ach, der Weg hat hier auch lang geführt. Ah, okay. Das ist hier also der...
Naja, ihr wisst schon, alle Wege führen nach Rom und so weiter. Das kümmert mich nicht. Wird sofort erledigt, Chip. Ich geh jetzt nochmal hier lang? Scheint auch eine Sackgasse zu sein. Dilak! So dunkel hier unten. Was? Oh, hier sind doch so welche, die uns retten wollen. Macht schon, versucht die Mine von allen Bösen zu befreien und lasst euch töten wie die letzten paar. Der letzten paar was? Abenteurer, was sonst? Ich glaube wohl, ihr glaubt wohl, ihr seid die Ersten, die uns alle zu retten versucht. Wohl kaum. Und ich wette, ihr werdet euch nicht die, ihr werdet auch nicht die Letzten sein. Tja, andere Abenteurer haben anscheinend versucht, die Mine von dem Spuk zu befreien. Hat aber nicht so wirklich funktioniert. Da ist sonst nichts mehr hier. Na gut. Dann mal ab in die Richtung. Tja. Ach, das führt wahrscheinlich auch wieder hier lang. Gehen wir nochmal in die Richtung. Das ist auch ein Soldat. Geht zur Seite, Bürger! Einige der jüngeren Wächter sind vielleicht nervös wegen der Vorkommnisse, aber ich bin schon eine Weile hier. Da unten sind Spuren von Kobolden, jede Menge sogar. Also Kobolde. Leslie! Altes Haus. Ich bin so... Viele, viele Wände überall. Kein Platz zum Atmen, kein Platz zum Atmen. Sie sagten, sie bezahlen ausgezeichnet. Von kleinen Löchern haben sie nicht gesprochen. Nein, die Räume sind zu klein. Jawohl, Räume zu klein. Geht es euch gut? Was? Seht ihr die Wände nicht? Wände überall. Kein Platz zum Atmen, kein Platz zum Atmen. Sie sagten, sie bezahlen ausgezeichnet. Von kleinen Löchern haben sie nicht gesprochen. Nein, die Räume sind zu klein. Jawohl, Räume zu klein. Ja, ich glaube, dem geht's gut. Corey, was wollt ihr? Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich habe gehört, in letzter Zeit habe es mit der Mine Probleme gegeben. Ich möchte versuchen, euch zu helfen. Hm, ich weiß nicht, was ihr daran machen könnt. Sicher hat es Probleme gegeben. Das Eisen, das wir hier rausholen, zerbröckelt fast sofort, sobald es gegossen wird. Und was ist mit den Bergleuten? Sie verschwinden dauernd, einer nach dem anderen. Im Moment fehlen mir 4. Allein in den letzten paar Wochen haben wir mindestens 5 begraben. So, irgendetwas bringt die Bergarbeiter in der Mine von Neshkel um. Das ist jetzt nichts Neues. Ja, ja, die husten Blut. Bergarbeiter. Lasst uns, wir haben viel zu tun. Da ist noch ein Soldat. Geht zur Seite, Bürger! Ich werde euer Treiben in meiner Garde beobachten. Wir warten nur auf einen Feind, den sie sehen können. Sie haben diesen verdammten Katz-und-Maus-Spiel mit dem Ding da unten satt. So, ach, hier geht's jetzt irgendwie auch noch lang? Oder auch nicht? Tja, nett. Das war's dann, glaube ich, hiermit. Dann können wir eigentlich nur noch weiter in die Mine gehen. Ja, so. Die Richtung hier. Und dann sehen wir mal, ja. Ich glaube, hier wird's dann irgendwo wahrscheinlich weiter nach unten gehen. So, da ist jetzt irgendwie nichts zu sehen. Geht's hier nach? Ah, Moment. Kobold! Ja, lohnt sich hier total zu zaubern. Bei den 7 Erfahrungspunkten. Achso. Ein wenig Geld. Spricht wohl nichts dagegen. Gut, dann in die Richtung hier. Ah. Sehen wir mal. Jawohl. Ja, das sieht doch gut aus. So. Dann dringen wir mal weiter in die Tiefe. Es gibt so viele Orte. Jetzt geht's mir nicht richtig. Beldin, sie kommen, diese kreischenden Dämonen sind überall. Hilfe, rettet mich. Seid Kanar, ich habe noch nie von kreischenden Dämonen gehört. So, fürchtet euch nicht, wir werden verhindern, dass euch etwas zustößt. Naja, ich kann nichts versprechen. Dämonen? Ja. Aber ich, da sind sie, da sind... Ich bin in der Mine auf Kobolde gestoßen und auf den tieferen Ebenen scheint es noch mehr von ihnen zu geben. Ich sollte ihren Anführer ausfindig machen. Das sind ja so Kobolde. Naja. Ist er jetzt tot? Ah. Tja, schlecht für ihn gelaufen, würde ich sagen. Was haben die denn so dabei? Pfeile. Hat irgendjemand Pfeile... Ja, der kann da mal welche mitnehmen anscheinend. Ach, wir haben da auch wieder einen Platz frei. Ja, das war's dann aber eigentlich. Okay. Jetzt geht's mich was an, richtig? Ganz recht. Gut.
Oh, das sind ein paar Tote. So, hier scheint irgendwie ein Waffenlager zu sein. So, Speer, Kampfstab, ja. Geht zur Seite, Bürger! Das kennen wir auch schon. Wird sofort erledigt, Chef. So, da kommen wir jetzt aber nicht weiter. Okay. Dann ab in die andere Richtung. Solche Erkundungstouren, die mag ich echt. Das hat was. So, können wir die mal ausnehmen hier? Also, ich lasse die hier mal machen. Gegen die Kobolde sollten die ja wohl keine Probleme haben. Sagte ich und die... Ja, geht doch. Wow. Sehr viel Geld haben die dabei. Es ist hier wieder alles verzaubert. Ja, und die hängen hier wieder alle fest. So, der Tode nah. Was wollt ihr? Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Achso, ein bisschen Platz haben wir aber wieder. Ah ja. Warum nicht? Pfeile. Okay. Oh, das geht aber noch ein gutes Stück hier weiter. Ja, müssen wir mal sehen. Mal sehen. Ich gehe jetzt erstmal da lang weiter. Wird sofort erledigt, Chef. So, da ist jetzt wieder nur verseuchtes Eisen. Das brauchen wir nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier auch was anderes finden. Also in den Karren hier. Zumindest. So. Jetzt geht's mich was an, richtig? Ich sehe Licht. Okay. Ja, wie immer. Jetzt geht's mich was an, richtig? Da sind die nächsten. Ich lass sie mal wieder machen. Ja, das ist ja echt kein Problem. Naja, die bringen auch kaum Erfahrungspunkte ein. Spricht wohl nichts dagegen. Schnelligkeitszauber. Nett. Bergarbeiter. Ja, wir reden mal gleich mit dem. So. Ah, sind wir hier aber schon irgendwie am Ende? Ich gehe das hier nochmal alles ab. So, wow, dieser Schnelligkeitszauber, der ist echt eine feine Sache. Ein Toter. Und das war's mit dem Zauber. Na gut. Dann kommen die als nächstes und dann sind wir wieder hier angekommen. Ja, ich glaube hier in die Richtung kommen wir nicht. Ach doch, hier kommen wir noch ein bisschen weiter. Das war's wohl damit. So, ja, ich meine, das Geld ist jetzt hier eigentlich kaum der Rede wert. Schon wieder Schnelligkeit. Schön. Das geht. Das geht schnell von der Hand. Fläschchen mit geheimnisvoller Flüssigkeit. Das ist ja... Naja. Können wir das irgendwie... Dieser Trank enthält eine merkwürdige grüne Substanz, die ähnlich aussieht wie die Rückstände, die ihr bereits auf einigen Loren gesehen habt. Ja, damit hatte ich schon gerechnet. Die darin enthaltene Flüssigkeit scheint Eisen leicht zu entfärben, wenn es damit in Kontakt kommt. Wahrscheinlich hängt die Flüssigkeit mit der mysteriösen Plage zusammen, die aus Metall hergestellte Waffen und Werkzeuge brüchig werden lässt. Die Kobolde, die ihr getötet habt, müssen das ganze Erz, das die Mine verletzt, damit verunreinigt haben, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass sie den Plan dazu selbst ausgeheckt haben. Trinken, ja. Gute Idee. Sehr gute Idee, Leute. Erstmal trinken, wenn ihr nicht genau wisst, was das ist. Wird sofort erledigt, Chef. Okay. Ach, da geht's auch weiter direkt. So, da gehen wir aber später ran. Ich will jetzt hier nochmal den Rest erkunden, genau. So, das nehmen wir mal mit hier. So viel Zeit muss sein. Wenn niemand besser geeignet ist. So. Hier war, glaube ich, noch ein Soldat. Geht zur Seite, Bürger! Kürzlich habe ich einen Kobold gerochen und ihn so weit verfolgt, wie ich mich traute. Lass ihn doch ihre verdammten Löcher, wenn sie sie wollen. Sind eh nichts weiter als eine Plage. Viel zu blöd, um hinter den Vorkommnissen zu stecken, ja. Das hat er sehr gut erkannt.
Ja, so Waffen brauchen wir hier beim besten Willen nicht. Habt ihr nicht, spricht wohl nichts dagegen. Nach einer Rast kann ich viel klarer denken. Ja, wir könnten gleich mal rasten, aber... Ach, anhalten? Ja, entspann dich, Kollege. Ein kleines Nickerchen würde im Moment... So, da ist schon wieder dieses Öl hier dabei. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt mitzunehmen. Achso, warte, Moment. Ah, den Tank der Stärke haben wir gefunden. Ich dachte, das wäre jetzt wieder so ein... Fläschchen hier. Jetzt geht's mich was an, richtig? Okay, ich glaube, hier waren noch irgendwelche Arbeiter oder so. Na, wir gehen mal hier lang. Alles schön erkunden. Bergarbeit. Sucht er wirklich Abenteuer, Kampf und Schätze? Ja, das hatten wir auch schon mal gehört. So, ich habe keine Zeit zum Plaudern. Kennen wir auch schon. Da wieder die Loren. So, da unten geht es jetzt aber auch nicht weiter. Ich habe hier schon den Ausgang gefunden. Aber wir suchen hier natürlich nochmal alles ab. Ich finde wenig Gefallen daran, mit einem Haufen Riffe wie euch unter freiem Himmel zu schlafen. Sucht mir ein Gasthaus. Und das war's hier auch, oder wie? Ja, anscheinend. Ich habe den ganzen Tag schon genug geschuftet. Gut. Ja, wir können uns gleich mal kurz ausruhen. Hast du das hier schon? Nee, hier ist noch was. Ja, scheint hier eigentlich noch relativ weitläufig zu sein, ja. Noch haben wir nicht alles entdeckt. Aber das gefällt mir gerade wirklich sehr. Einfach ein bisschen erkunden, nicht zu schwierig. Ich meine, naja, wir haben jetzt ganz gut aufgelevelt, deswegen sind die Kobolde jetzt kein Problem mehr für uns. Ja, ich glaube, ich muss hier nicht alle einzeln absuchen. So, Kylie, ihr habt meinen Dolch, vielen Dank. Ich wurde schon nervös, unbewaffnet hier unten bei all dem, was hier los ist. Was wisst ihr über die Geschehnisse in der Mine? Kobolde, sie überrennen uns hier Stück für Stück. Früher haben wir sie hin und wieder gesehen, aber jetzt kann man auf den unteren Ebenen kaum ein paar Schritte gehen, ohne einen zu treten. Hier oben ist es wegen der Wächter nicht so schlimm, trotzdem würde ich mich an eurer Stelle nicht im Dunkeln erwischen lassen. So, Kylies Dolch, Erfahrung gewonnen. So, hat der euch wieder zurück und wirkt nun viel weniger nervös. Ich dachte, der wäre schon tot, aber hey, umso besser. Wenn ihr nur einen verdächtigen Schritt macht, schwöre ich, dass euer Kopf die Mine vor eurem Hals verletzt. Ja. Ich weiß nicht, was mit dem Erz passiert und es ist mir auch egal. Ich bin nur hier, um die Bergleute zu beschützen und dazu gehört nicht in den Tiefern herumzustochern. Na gut. So, ich bediene mich hier nochmal. Ja, nichts allzu Besonderes. Emerson sagt, dass wir haben da unten Probleme mit Mistkötern, aber ich habe niemals keinen Hund gesehen mit einem Schwert. Ich schwör's, aber mich lassen sie nicht reden. Anscheinend gibt es Hunde mit Schwertern auf den unteren Ebenen. Mir ist, als hätten ich das schon einmal gehört, ja. Wir haben schon von Hunden hier gehört. Aber... Ja, da müssen wir mal sehen. So, war es das denn hier schon? Ja, glaube ja. So, das kleine Teil hier decken wir auch noch auf. Da unten. Da geht's wieder raus, ja. Kobolde, hey! So, das war's mit ihm. Spricht wohl nichts dagegen. So, Pfeile. Nehmen wir nochmal mit. Und zwar... Jetzt ist er schon wieder voll hier mit Pfeilen. Ich will jetzt nochmal ein paar Sachen hier wegpacken. Einmal das hier. Dank der Stärke, den haben wir hier gefunden. Edelsteine müssen wir noch verkaufen. Oh, diese Bücher, ey. Menschen emigrierten in Scharen vom leuchtenden Meer bis zur Schwertküste. So, ich blättere da mal kurz durch. Ich finde das auch schon ganz interessant, aber das würde jetzt wirklich in den Rahmen sprengen, wenn ich hier mal alles vorlesen würde. Ich fahre hier mal kurz durch und dann kann sich das ja jeder selbst durchlesen. Also einfach pausieren und dann einfach mal durchlesen hier. So, sollte schon passen. Okay, was haben wir hier noch? Die Geschichte des Schattentals, die fürstenlose Zeit. Das ist schon interessant, dass man hier zu jedem Gegenstand so viel Hintergrundinformationen hat.
Ist schon ganz nett. So, ansonsten, naja, schleppen wir die hier mit uns herum. Okay. Es wird sofort erledigt, Chef. Und hier drüben. Daran, mit einem Haufen Rivel wie euch unter freiem Himmel zu schlafen. Verlässt ich mich nicht. Je schneller ich meine Arbeit hinter mich bringe, desto schneller komme ich aus dieser Hüllengrube wieder raus. Hier oben ist sicher. Doch da unten, nicht mal das Erz bleibt da unten pur. Das ist nicht normal. Naja gut, das scheint jetzt irgendwie mit den Kobolden in Zusammenhang zu stehen. Das war's dann hier auch. Ich habe den ganzen Tag schon genug geschuftet, Sklaventreiber. So, die wollen sich jetzt hier ausruhen. Ja, bei den Göttern aller Tiefen. Ich habe mich zu Tode erschreckt. Lasst uns in Ruhe, wir müssen wieder an die Arbeit. Wir müssen ein Pensum erfüllen oder wir werden auf die tieferen Ebenen geschickt. Die letzte Mannschaft hat da unten 5 Männer verloren. 5 Männer, also. Ups, da geht's wieder raus. Und da war dann der Ausgang. Okay, dann gehen wir mal in die Richtung. Und dann kann ich mich auch nochmal ausruhen. Weil die anscheinend wieder müde sind. Immer nur meckern hier. Ach hey. Ja, und dann sehen wir mal weiter. Was noch in der Mine auf uns wartet? Das kann ich viel klarer denken. Ja, sicher, wir rasten jetzt mal. Ach, anhalten. Ach, schön. Kann mir keinen schöneren Platz zum Rasten aussuchen. So, ja, das sollte jetzt erstmal reichen. Will ich mal hoffen. Und ja. So, jetzt wird es bestimmt gefährlich hier. Ich weiß nicht, wie tief es hier nach unten geht. Wohl nichts dagegen. Nun gut. Da liegt schon was. Ein Ring. Jetzt na geht's gut. Mich was an, richtig? Das kümmert. Jetzt geht's mich was an, richtig? Meine Güte. So, noch irgendwelche Sachen hier. So, da kommen ein paar Kobolde. Und mit ein paar meine ich ein paar viele. Jawohl, Geld. Der nimmt die Pfeile mit. Das kann ich hier die ganze Zeit nur mit Pfeilen schießen, dass er einfach die Pfeile verbraucht. So, wir sind aber schon voll. Na gut. Ja, ich glaube, wir sollten hier keine großen Probleme haben. Jetzt mal am besten Willen nicht. Jawohl. Wenn sie mal treffen würden. Ja, wieder die guten Zauber verbrauchen, nur für die paar Kobolde. Okay, ne, ich glaube, davon brauchen wir jetzt eigentlich nichts. Gut. Ansonsten. So, da sind wir jetzt rumgelaufen. Hier geht es noch in die Richtung weiter. Ich möchte ja nichts übersehen. Also natürlich übersehe ich trotzdem Dinge. Das liegt in der Natur der Dinge. Das sind noch mehr. Ups. Das war vielleicht ein wenig zu viel des Guten. Das verstehe ich eben nicht. Warum laufen die denn dann in den Zauber rein? Also die KI, naja. Ist jetzt nicht die fortgeschrittenste. Aber das war's hier auch schon. Okay. Ja, wir warten mal, bis die wieder frei sind. Ja, vielleicht kann die mal. Ja, sie hat's geschafft. Die gute Raffaella. Okay. Ups, das kann ich gerade nicht speichern. Achso, weil das hier noch wirkt wahrscheinlich. Naja. So. Ich sollte mich vielleicht nicht unbedingt aufteilen, aber ich sehe jetzt hier noch nicht die große Bedrohung. Die dunkle Bedrohung sehe ich hier noch nicht. So, dann soll die hier mal ankommen. Jetzt geht's mich was an, richtig? So, und die hier auch. Ich tue mein Bestes. Ansonsten. Sehen wir mal. Oh, Geld.
Oder Gold. Die nehmen wir mit. Das hier, das hier, das hier. Ich glaube, das war's. Spricht wohl nichts dagegen. Sehr aufregend. Ah, Kisten. Jawohl. Und, also war das jetzt sie hier? Ja. Jetzt geht's mich was an, richtig? Das nehmen wir mit. Ach du Heiliger. Da ist wohl Schicht im Schacht. Beziehungsweise, naja, kommen wir hier nicht weiter. Interessant. Oder drüben? Naja, gibt es doch genug. Ah. Das sieht ja interessant hier aus. Jawohl. Na gut, Raffaella ist ein wenig angeschlagen, aber... Ja. Das sollte jetzt hoffentlich keine großen Probleme darstellen. Noch irgendwelche? Ja. Heilungszauber haben wir sogar noch übrig. Sehr gut. Und wir gehen mal hier entlang. So, ich gehe nochmal kurz zurück, dass ich zumindest den Rest hier abgegrast habe. Aber ich glaube, da ist nicht mehr viel. Und zwar hier entlang. Naja, wir machen jetzt eigentlich ganz gute Fortschritte, das gefällt mir mal. Ja, hier ist absolut nichts. Das hat sich gelohnt. Dann suchen wir hier mal den Rest ab. Den oberen Teil haben wir jetzt hier, glaube ich, mal erkundet. Genau. Ach, da ist auch nichts. Dann mal die Seite hier. Ja, da haben wir schon mal einen weiteren Gesellen. Ja, das war natürlich ein schwieriger Kampf. Ja, ich gehe mal hier lang. So. Wo ist der denn? Ach, da. Zauber lohnt sich hier total. Wo wir die mit einem Schlag eliminieren können. Da sind die nächsten. Wow. Das war etwas Overkill. Wie man gepflegt sagen würde, natürlich. Also, das hier. So. Ja, ja. Wird alles später verkauft. Die haben ja auch noch die Smaragde. Die wir diesem Romantiker abgenommen haben. Ja, jetzt reicht's aber. Moment. Ich geh nochmal in die Richtung hier. Ist hier auch wieder eine Sackgasse? Nee. Also, vorerst. Nicht. So, das nehmen wir mit. Jetzt habe ich den Charakter hier ausgeblendet. Was war denn das? Moment. Das war... Achso, nee. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Ich habe das schon mal gemacht, ein paar Mal. Oh. Ah, meine Mausposition. Ups. Das war... Oh nee, das war wieder die Mausposition. Das hier war die Leiste hier. Was ist denn dann die andere Leiste? Ich will es nicht aus Versehen. Okay, damit kann ich hier mal alles ausblenden. Ja. Schön. So. Ah, das war die Karte. Ich lerne die Steuerung. Ah, da ist es. Okay. Pardon. Spricht wohl nichts dagegen. Da haben wir sie wieder. Und da ist... Da sehen wir nichts mehr. Da auch nicht. Ja, also bisher... Kann ich da eigentlich nicht klagen. Da geht es vielleicht weiter. Ja, ja, da geht's weiter. Wer ist das denn? Ein Ghoul. Jetzt geht's hier mal zur Sache. Die können ruhig mal angreifen. Nur mal so angemerkt. Moment, ich geh mal auf Entfernung. Wow, jetzt hat er den echt gekillt hier. Oder zumindest fast gekillt. Er hat ihn gekillt. Grandios. Naja, ich habe gespeichert. Wird sofort erledigt, Chef. So, wir können uns dann auch gleich mal wieder ausruhen.
So, jetzt machen wir mal. Ich glaube, bei denen ist es im Nahkampf relativ gefährlich. Naja, irgendjemand muss sich da aufopfern. Und der soll eben... Wow, wir haben echt einige Zauber aufgebraucht. Komm, den haben wir gleich. Na, also... Jetzt geht's mich was an, richtig? Na, der hat das hier dabei. Ist immer noch versteinert. Also... gelähmt wahrscheinlich. Das war's hier. Ja, der kommt schon irgendwann hinterher. So, hier war's das dann auch. Na gut. Genau, das ist dann der Ausgang. Die Spinnen! Heilige. Was wollt ihr denn? Attacke! Das habe ich die alle auf den Fernkampf ausgerichtet. Oh je. Ich glaube, der ist vergiftet, oder? Ja, er ist vergiftet. Ja, jetzt kann ich nicht schnell genug zum Gegengift greifen. So, wir gehen das hier nochmal kurz ab. Gut, und da unten kommen dann die Spinnen. Können wir uns hier vielleicht nochmal ausruhen? Oh, ja, so viel dazu. Ach, er soll erst einmal hier hinten bleiben. Wie ihr wünscht. Ja, das ist eben ärgerlich, dass man hier direkt vergiftet wird. Ich meine, wir haben Gegengift. Kann ich euch helfen? So, dann soll die das hier erstmal probieren. Sie ist gerade vergiftet. Komm schon. Ich werde sterben für die Gruppe. Ich weiß nicht, ob ich hier schnell genug ein Gegengift übergeben kann. Gegengift in den Rucksack. So. Ja. Hat geklappt. So, okay, jetzt wird der Anspruch hier ein wenig höher. So. So, dann kann ich mich jetzt hier mal ausruhen. Grandios. So gut wie erledigt. Gute Arbeit. Wo ist der Ausgang? Dieser Arena. Den geht's nicht sonderlich gut. Na los, jetzt greif schon an, ey. Geld, Geld. Was ist denn los? Irgendwie sind die gerade ziemlich passiv hier. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Okay. Wie ihr wünscht. Na gut, klar, ich muss eben damit rechnen, dass ich hier attackiert werde. Wird sofort erledigt, Chef. So. Ich gehe doch mal hier nach hinten. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie sicherer sind. So. Okay. Ich glaube, ich kann das hier mal... Heilige! Warum sind die denn auf dem Wasser? Warum greift keiner an? Spürt meinen Zorn. Okay, ja, die können ja auch wirklich überall auftauchen. So. Ich weiß nicht, wie das hier mit dem Ruhen ist. Muss man das immer kurz mal durchlaufen lassen? Spinnen. Dann wird natürlich wieder attackiert. Aber nicht, weil ihr es befohlen habt. Naja, so das mit dem Ausruhen. Jetzt greift doch an. Was ist denn los? Die greifen überhaupt nicht mehr an. Die sind total passiv hier. Ja, ja. Ah, da ist noch einer. Gut. Edelstein. Das hier, das hier, das hier. Okay. Gut. Jetzt geht's mich was an, richtig? Ich geh jetzt nochmal in die Richtung hier. Ja, ich weiß nicht, ob das hier mit dem. Naja, mit dem Ausruhen. Oh, das sind schon die nächsten. Ihr müsst dies ja geradezu genießen. Das ist hier wohl nicht die beste Idee.
Hallo? Greift er auch mal an? Merkwürdig. Ein wenig merkwürdig. Also irgendwie greifen die nicht mehr automatisch an. So, komm. Mit meinem üblichen das ist Vegetar. Die machen wir auch noch platt. So. Die Richtung. Davon. Kann er hier noch welche von denen mitnehmen? Nee. Ach, wieder alles voll. Alles wieder voll. Ach komm, wir lassen mal hier die Pfeile hier. Und nehmen die hier mit. Wird sofort erledigt, Chip. Okay, also hier drüben geht's noch weiter. Können die aber auch einfach übers Wasser laufen? Sind das nur irgendwie ganz niedrige Sümpfe? Das war wohl eine Falle. Naja, wir haben es überlebt. Okay, ich ruhe mich hier nochmal aus. Ich meine, naja. Also wir werden hier immer angegriffen. Ja, könnte sein, dass ich gleich verrecke. Ja, sie ist verreckt. Ja, ja, ja. Entspannt euch. Wir machen jetzt mal Folgendes. Spricht wohl nichts dagegen. Ich muss mich einfach mal ausruhen. So, da kann ich irgendwie nicht rein. Ich sehe mich jetzt hier nochmal kurz um. Sind irgendwie alle halb tot. So, Moment. Alles mit der Ruhe, das wird hier nichts. So, ich kann jetzt höchstens nochmal hier rausgehen und versuchen in der oberen Ebene zu ruhen. Und mit etwas Erfolg klappt das dann. Genau hier raus. Und dann kommen wir natürlich gleich zurück, um weiter zu sehen, was es mit dieser ominösen Mine auf sich hat. Au. Wow. Ist in irgendwo eine Falle reingetreten. Nicht schon wieder. Spricht wohl nichts dagegen. Welchen Weg bin ich denn jetzt gelaufen? Na, da müssen wir lang. Ja, okay. Boah, die sind echt gut angeschlagen. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Nee, Halszauber haben wir aber auch gar keine mehr übrig. Sie auch nicht. Das kümmert mich nicht. Wird sofort erledigt, Chef. Achso. Alle. Wird sofort erledigt, Chef. Dann einmal hier raus.